Da sind wir am Triftgletscher, der sich in den letzten Jahren sehr rasch einen neuen See gebildet hat, weil der Gletscher zurückgegangen ist. Der Gletscher hat übrigens seine Verbindung zwischen dem oberen Teil und dem unteren Teil dieses Jahr verloren. Vor wenigen Wochen ist die Verbindung durchgeschmolzen. Man sieht, wie schnell der Gletscherrückzug geht. Im Projekt NELAC untersuchen wir die Seen von ganz verschiedenen Seiten. Von der Naturgefahren her, vom Wasserkraftaspekt her, von den rechtlichen Fragen her und vom Tourismus her. Das Anliegen war von Anfang an, das vorhandene Wissen einmal zusammenzustellen in einer Art und Weise, wie das bisher eben nicht war. Also von ganz verschiedenen Seiten her eine Wissensgrundlage zu schaffen, um die Planung zu ermöglichen für die Seen. Weil die Seen entstehen in den nächsten Jahrzehnten sehr schnell, werden aber, also zumindest die größeren von ihnen, über lange Zeit bestehen. Und da sind verschiedene Interessen, Konflikte vielleicht auch, wo man frühzeitig anpacken muss. Für das haben wir eigentlich jetzt eine Wissensgrundlage geschaffen. Also auch eine quantitative Datengrundlage, ein digitales Geländemodell, ohne Gletscher, aber mit Seen, wie es auf der ganzen Welt noch nicht gibt. Das Instrument ist natürlich vorhanden und kann auch in anderen Ländern angewendet werden. Im Moment schaffen wir sogar zusammen mit der DEZA in Peru genau an solchen Fragestellungen. Unser Modell, das die Seen entstehen, ist ein Modell. Und das Modell hat immer Unsicherheiten. Und wir überprüfen darum das Modell, wo wir können, also bei jedem neuen See. Und im Fall des Triftsee können wir das vergleichen mit den Messungen, die gemacht worden sind über die Seetiefe. Auf dieser Seite hier sieht man den Umriss vom See, wie er wirklich existiert. Und dann sieht man auch noch die Tiefenlinien, die gemessen worden sind. Das ist also die gemessene Geometrie vom See. Auf dieser Seite sieht man den See, wie er modelliert wurde, mit einem digitalen Geländemodell aus den 1970er Jahren, wo also der See noch nicht bestanden hat, wo ein Gletscher vorhanden war. Also das ist eine Voraussage, eigentlich, wenn man so will. Was man hier dran gut kann sehen, ist, dass obwohl schon nur die Lage von dieser Übertiefung sehr gut der Realität entspricht. Das ist sehr robust. Also die Form dieser Seen und dass sie überhaupt entstehen, da sind wir uns eigentlich sehr sicher. Da ist der Fehler nur bei den kleinsten Seen, ist wirklich, macht es wirklich unsicher. Was sehr viel weniger sicher ist, ist die absolute Tiefe. Wir haben zum Beispiel beim tiefsten Punkt haben wir eine Diskrepanz von 50 Metern zwischen dem modellierten und dem gemessenen See. Und das hat damit zu tun, dass das Modell an sich nur etwa auf 20% genau ist, plus minus. Und zudem haben wir den Effekt von dieser Schlucht, der natürlich den Seespiegel beeinflusst und der im Modell nicht reproduziert werden kann. Das macht in diesem Fall 50 Meter aus, also gerade ungefähr die Diskrepanz. Nach allen unseren Überprüfungen haben wir den Eindruck, ungefähr 70% von den Seen, die wir modellieren, entstehen. In ähnlicher Art, wie wir sie modelliert haben. Der Wasserkraftbereich hat durch unser Projekt jetzt die Grundlage, wo die Seen entstehen, wie sie eben aussehen ungefähr und wenn sie ungefähr entstehen. Im Fall von Trift zum Beispiel ist klar, dass weiter oben noch mehr Seen entstehen in den nächsten Jahrzehnten. Das heisst, in der Konzessionstour der Kraftwerke, also das kann man auch schon bereits in die Planung mit einbeziehen. Oder hinter den Bergen hier beim Rhone-Gletscher, wo jetzt auch ein See entsteht, der auch für die Stromproduktion interessant ist, wird man auch müssen beachten, dass oberhalb von dem See, der jetzt ist, weitere Seen werden entstehen, die müssen in ein operatives Schema eingebunden werden. Beim Tourismus ist eine der grundlegenden Schwierigkeiten die lange Zeitskala. Typischer Zeithorizont ist 2030, aber selten denkt man über die langfristige Entwicklung nach. Die Materialien, die wir jetzt zur Verfügung stellen, zeigen die langfristige Perspektive. Die Gletscher werden als Attraktivität verschwinden. Und die Seen, die werden bis zu einem gewissen Grad die verlorene Attraktivität der Gletscher können ersetzen. Unser Projekt hat mit den erfahrenen Experten, die dabei sind, bereits ein sehr ausgedehntes Netzwerk im Stakeholder-Bereich mitgebracht. Ein ganz interessantes Beispiel sieht man hier von der Zusammenarbeit von verschiedenen Stakeholders. Also die KWO hat hier zum Beispiel mitgeholfen, die Hängebrücke zu bauen, also finanziell auch, hat das Bähnli modernisiert oder so hergerichtet, dass man es touristisch nutzen kann. Also da sieht man,
Kraftwerk und Tourismus und natürlich Gefahrenprävention. Da wird sehr stark Hand in Hand gearbeitet. Der Nils Ellen ist vom Naturgefahrenbereich her unser Hauptansprechpartner in unserem Projekt. Hauptverantwortlich für Gefahrensituationen und auch für Massnahmen dagegen sind Gemeinden im Kanton Bern. Und unsere Aufgabe ist, dass wir Gemeinden beraten und begleiten auf diesem Weg. Es ist so, dass durch die Situation der Seebildung im Vorfeld des Gletscher Gefahr besteht, dass durch Eisabbrüche es eine Flutwelle gibt, die nachher ein Hochwasser verursacht im Driftwasser. Und das sind vor allem zwei Bereiche, die gefährdet sind. Das eine ist hier der Wegübergang vom Wanderweg. Und das zweite ist unten im Tal sind ungefähr 6 Wohnhäuser, die überschwemmen könnten. Ja, am Grindelwald-Gletscher hat es eigentlich viele eindrückliche Erlebnisse gegeben. Das ist fängt davon an, als ich einen Moränenabbruch live erlebt habe, der nachher eine Impulswelle gegeben hat. Das ist gewaltig, wenn man so etwas miterlebt. Grindelwald war vor allem die Schwierigkeit, dass das Zeitverhältnis sehr eng war. Also wir wussten, bereits in 2 Jahren wird der See ein Ausmass haben. Wenn er dann ausbricht, dann haben wir eine Riesenkatastrophe im Tal. Und bei solchen Problemen geht es häufig als erstes Mal darum, dass man Grundlagen sammelt, dass man eine Basis hat, um darauf aufzubauen und dann Beurteilungen zu machen, wie sich die Gefahrensituation entwickeln könnte. Sehr hilfreich war für uns eigentlich das Endergebnis des Projekts. Also die Karte, wo wir eine Übersicht über das ganze Berner Oberland haben, wo künftig ähnliche Seen wie hier trifft, könnten entstehen. Weil das gibt uns nachher eine wichtige Grundlage für die möglichen heikle Gebiete zu identifizieren und von dem her dann eben vielleicht mehr Sorge drauf zu haben in Zukunft. Wir haben einerseits den Bericht bekommen und dann haben wir zusätzlich noch die Geodaten bekommen von diesen künftigen Seen, die eben eine wichtige Grundlage waren, für unsere weiteren Studien voranzutreiben. Was wir natürlich probieren anzuregen, übrigens auch in unseren Folgearbeiten in Peru, das sind Mehrzweckanlagen. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass man eine See nicht sich selber überlassen darf und sowieso muss einen Damm bauen für einen Hochwasserschutz, dann sollte man natürlich probieren, auch noch Strom zu produzieren. Und wer weiß, in Zukunft können zum Beispiel auch für die Wasserversorgung in gewissen Einzugsgebieten, im trockenen Sommer zum Beispiel, könnte es wichtiger werden, dass man noch Wasser überhaupt zur Verfügung hat. Also da sollte man eigentlich probieren, die möglichen Synergien zu nutzen und die Konfliktpotenzial, was es natürlich auch gibt, möglichst früh abzuschätzen und Lösungen zu erarbeiten. Man hat dann gemerkt im Stakeholder-Workshop, die Leute aus den Bundesämtern, kantonalen Ämtern, Gemeinden zum Beispiel, die haben schon begriffen, um was es geht. Und ich glaube, dass einer der wichtigen Erfolgsfaktoren ist für das Ganze. Weil die tragen das natürlich in ihre Ämter und Organisationen. Und das heisst, dass das Wissen, das wir erarbeitet haben, wird so sehr stark verbreitet.